Bubi Brühl ist Sänger und Gitarrist der Paveyers. Er macht Campingurlaub. Bernd, wir verstehen uns. Und er hört gerne Bach und Mozart. Okay. Im Karneval ist man in Sälen unterwegs und dann wird ja auch laut gesungen und viel gesungen und am nächsten Tag wieder gesungen und irgendwann sagen die alten Stimmbänder, so, jetzt ist aber mal Schluss. Da hat ja jeder so sein eigenes Mittelchen dagegen. Also ich trinke ja gerne 2 geschlagene rohe Eier in einem Liter Rum. Was ist so dein... Was ist so dein Vorschlag? Wie hält die Stimme? Ja, also ich versuche auf jeden Fall nicht mehr zu rauchen. Das habe ich geschafft seit 20 Jahren. Dann halt möglichst wenig kalte Getränke. Ja. Zu sich nehmen, ne, und dann auch schon mal abends einen Tee, wenn ich nach Hause komme, nachts nochmal einen Tee oder so. Ja, man denkt immer so zu Hause gerne und nach dem Auftritt trinken die sich 2, 3 Kölsch. Nee, dann hält die Stimme nicht, ne? Nee, das geht gar nicht. Also der Hefeanteil im Bier ist, glaube ich, nicht so gut für die Stimmbänder. Aber wenn die Karnevalssession so weit ist, dass der letzte Auftritt hinter einem liegt, dann? Ja, dann geht die Posse, ist ja klar, aber wie bei jedem. Dann holen wir alles nach innerhalb von 2 Tagen. Genau. Bubi Brühl! Micky Nauber ist Frontmann der Domstürmer. Er hat das Tun-Gen und er trinkt gerne Milch. Micky, du trinkst gerne Milch, auch für die Stimme? Nee, überhaupt nicht für die Stimme, ist für die Stimme gar nicht so gut. Milch macht mich ruhig. Ja, ja, ist vor allen Dingen, wenn wir halt so die Nächte durchmachen und dann viel unterwegs sind, dann bist du halt manchmal einfach reizüberflutet. Und ja, dann setze ich mich gerne auf die Couch, Liter Milch, eiskalt, gerne auch mal 2. Moment. Und dann kriegst du nach ein paar Jahren. Ja, nachts. Ich hatte gedacht, irgendwie so morgens zum Frühstück. Nee. Abends vom Auftritt, vom letzten Auftritt, dann Liter Milch oder 2. Ja, wenn ich dann so nach Hause komme, so nach dem Duschen, ist dann 1, 2 Liter kalte Milch, da ja auch die Killerplauze, ne? Meine Damen und Herren, Sie kennen den Begriff Jeck. Das heißt so viel wie ein bisschen verrückt. Und es soll Leute geben in Köln, die ein bisschen verrückt sind. Micky Nauber, wir spielen eine Schätzfrage, um rauszubekommen, wer beginnt. Wie viele Tage bleiben Touristen im Schnitt in Köln? 3. Ubi. 4. Es sind 1,8. Wie geht's? Und 3 ist ein bisschen näher dran. Ausbildung und Beruf ist die erste Kategorie. Und wir hören ein Lied von den Paveyern. Ja, wir sind Finster, Blitzer, machen alles top. Mit der Welt, dann geht's weg, Junge, stellen wir uns noch. Wie Quatsch, wie Schwach, sieht schon besser aus. Wir sind Finster, Blitzer, bringen alles uns. Denn wir sind Finsterputzer, wringen alles us. In einem Song von 1991 behaupten die Paveyer, sie seien Fensterputzer. Aber was bedeutet der Bandname Paveyer tatsächlich? Paviane, Pflasterleger oder kaputte Eier? Also kaputte Eier finde ich auch sehr, sehr schön. Paviane hat auch irgendwie was Leckeres. Aber Pflasterleger ist richtig. Ich weiß nicht, ob Paviane lecker sind, aber dass Pflasterleger die richtige Antwort ist, das weiß ich. 1:0 für Micky Nauber. Musik und Tanz. Bubi, mit welcher Version ihres Ohrwurms Happy Weekend begeistern die Domstürmer ihre Fans? Broken English, Straight Latin oder Fantastic French? Ich würde mal sagen... Broken English. Broken English. Wir hören mal in das Lied hinein. Happy Weekend for everybody in the world. Happy Weekend for everybody in the world. Happy Weekend for everybody in the world. Das war schon ein bisschen gebrochenes Englisch. Und Broken English Version ist die richtige Antwort. 1:1. Sprache und Kommunikation. Micky, wir hören einen bekannten, vielleicht den bekanntesten Kölner Karnevalsschlager. Da sind wir dabei, dann ist Viva, Viva Gloria. Wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust. Wir glauben an den lieben Gott und haben noch immer Lust. Die Version des Liedes...
Wir glauben an den lieben Gott und haben noch immer Durst. Die Version des Liedes Viva Colonia von Volta Cruz heißt Viva Hollandia, Viva Britannia oder Viva Gambia. Vicky. Walter Groß klingt nicht unbedingt nach Britannia. Gambia kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen. Du kennst die Holländer. Du würdest auch A sagen, oder? Ich bin hier Quizmaster. Ich werde ein Teufel tun. Du sagst A. Viva Hollandia. Wissen. Wir hören mal rein. Wir scheinen mit beiden, das ist prima. Viva Hollandia. Verhauen, fahren, leven. De liefde en de lust. Ich habe nicht alles verstanden, aber man kann es auf holländischen Speisekarten zwischendurch lesen. Viva Hollandia war die richtige Antwort. Und das ist ja nicht nur so, dass da ein Kölner Karnevalsschlager von holländischen Kollegen gecovert worden ist, wie man das so nennt. Nein, dieses Lied war in den holländischen Charts die Nummer 1. So. Ja. Zwei zu eins für Micky Nauber. Und für dich, Bubi, haben wir jetzt eine Zuschauerfrage aus der Kategorie Rätsel und Phänomene. Es ist eine Zuschauerfrage von Ingrid Grüninger aus Köln. Und sie fragt, was ist ein Divertissement? Ist das eine heimliche Liebelei, ein Singspiel oder ein Möbelstück? Ja, Divertissement ist mir natürlich ein Begriff. Ich würde sagen, ich tippe auf ein Singspiel. B. B. Ein Singspiel. Jetzt habe ich auch schon gedacht, er sagt, heimliche Liebe leiden, das wäre ein Fisternölchen. Ja, ja, ne? Ja. Eben, genau das. Es ist natürlich ein Singspiel. Ausgleich 2 zu 2. Und wieso ein Singspiel aussieht, das können wir uns mal anschauen. Die Handlung des letzten Divertissementchens des Kölner Männergesangvereins Cäcilia Wolkenburg ist eigentlich schnell erzählt. Köln sucht die Superquote-Jungfrau. Superjungfrau. Quote raus, aber fahrt sonst gut gewinnt. Jung, talentiert und schön soll sie sein. Doch Leonore, die Favoritin, ist zwar hübsch und kann gut singen, spricht aber leider kein Kölsch. Trotz anfänglicher Sprachprobleme erobert sie natürlich alle Herzen im Sturm und rettet damit die Session. Auch die weiblichen Rollen und alle Tanzszenen werden von männlichen Darstellern gespielt. Ganze 3 Stunden dauert das mit Ohrwürmern und Gassenhauern gespickte Spektakel. Liebe Ingrid Grüninger, das war eine klasse Frage. Wir schicken Ihnen unser NRW-Duellbuch. Vielen herzlichen Dank. Und wenn Sie zu Hause sagen, ich habe auch noch eine schöne Frage, aber die haben bestimmt genug. Nee, nee. Wir freuen uns über jeden Vorschlag. Schicken Sie uns den bitte an den WDR Kennwort NRW-Duell Postfach in 50608 Köln. Neuer Spielstand 2 zu 2. Und weiter geht's mit Micky Nauber und der Kategorie Hilau und Alaf. Welche Ehre ließ das Festkomitee des Kölner Karnevals dem Fußballer Lukas Podolski 2012 zuteil werden? Er durfte eine Nacht mit der Jungfrau verbringen. Er erhielt einen eigenen Wagen im Rosenmontagszug. Oder er durfte das Motto für die jetzige Session bestimmen. Ja, A ist super, ne? Tja, stimmt. C ist auch nicht übel. Ich erinnere mich aber, ihn auf dem Wagen gesehen zu haben. Deshalb würde ich die B-Variante wählen. B. Er erhielt einen eigenen Wagen im Rosenmontagszug. Richtige Antwort 3 zu 2 für Micky Nauber. Und das war der Rosenmontagswagen von Poldi. Da steht's noch Geld oder Liebe. Poldi, du darfst nie gehen. Hat wunderbar geklappt. Der ist schon fort. Nee. Ja. Super. Bubi? Es gilt wieder auszugleichen. Er führt wieder 3 zu 2. Sammeln und Seltenes ist die Kategorie. Bei der Prinzenspange im Kölner Karneval handelt es sich um Karnevalsgebäck mit Cremefüllung, die Amtsperiode des Prinzen oder einen vom Dreigestirn verliehenen Orden. Das weiß ich. Das ist die Antwort C, einen vom Dreigestirn verliehenen Orden. Ja,
da nicke ich ehrfurchtsvoll mit dem Haupt. Es ist die richtige Antwort. Wir haben wieder den Ausgleich bei 3:3. Und diese Prinzenspangen, das sind die wichtigsten Orden, die es im Kölner Karneval überhaupt gibt. Hier oben die von einem Dreigestirn, der Prinzengarde. Dann haben wir hier von der KG Uhu mit 3 Uhus unten dran. Und das hier von der Karnevalsgesellschaft seiner Tollität Luftflotte, je nachdem, welche Gesellschaft das Dreigestirn stellt. Und ich sage herzlichen Dank dem Kölner Karnevalsmuseum für diese Leihgabe. Sie kommen unbeschädigt wieder zurück. Vielen herzlichen Dank. Drei zu drei. Micky? Bernd? Wenn ich euch richtig verstanden habe, gibt es jetzt 4-3-4-4. Ich bin ja mal gespannt. Bezeichnungen und Begriffe. Was verbirgt sich hinter dem Begriff Interkarneval? Eine Sitzung der Köln-Düsseldorf-Städtefreundschaft? Die Bahnverbindung zwischen Mainz und Aachen? Oder die größte europäische Karnevalsmesse in Krefeld? Ich mach's kurz, ich nehme C, größte europäische Karnevalsmesse in Krefeld. Richtige Antwort. 4:3. Bubi. Bei der Arbeit. Dialekt und Sprache. Welche Texte übersetzte Rolli Brings in die kölsche Mundart? Grimms Märchen, die besten Stellen des bürgerlichen Gesetzbuches oder alle Songtexte von Herbert Grönemeyer? Der Rolli. Der Rolli. Das ist der Vater von Peter. Ja. Der Rolli. Ja, also eigentlich, weil der Rolli ja auch ein Musiker ist, und würde ich eher auf die Antwort C tendieren. Alle Songs von Herbert Grönemeyer. Alle Songtexte von Herbert Grönemeyer. Wenn der Rolli aber der Vater von Peter ist, fragen wir den Peter. Peter, ist das richtig? Ja, wenn mein Vater ja Lehrer ist, würde ich sagen, der erzählt Märchen, oder? Der hat die Märchen übersetzt. Das tut er. Er hat Grimms Märchen ins Kölsche übersetzt. Hat er euch früher auch Grimms Märchen auf Kölsch erzählt? Nee, das hat er in Hochdeutsch getan. Hat es in Hochdeutsch vorgelesen. Also der ist irgendwie jetzt, im letzten Jahr kam die Idee, das ins Kölsche zu übersetzen. Wobei ich auch sagen muss, die kölschen Kinder kennen die ja auch alle in Hochdeutsch. Aber das ist ja wieder so ein kleiner Versuch, und den ich auch gut finde, unsere Sprache zu erhalten. Das ist super. Prima. Grimms Märchen auf Kölsch von Rolli Brings. Da haben wir tatsächlich eine Frage falsch beantwortet, ja. Bubi. Und das bei dem Spielstand von jetzt 5:3 bedeutet natürlich, dass der 6. Punkt für Micky Nauber in greifbare Nähe rückt, wenn er sich auskennt mit Kunst und Handwerk. Welchem Körperteil ist ein Brunnen gewidmet, den man vor dem Bezirksrathaus des Kölner Stadtteils Ehrenfeld findet? Ist das ein Riechorgan, ein Zeigefinger oder ein Fuß? Ja, da kommt auch er ins Grübeln. Oh, oh. Okay, wie gehen wir denn da ran? Vorsichtig. Ich versuche das mal so. Ich taste mich ran und schaue den Peter an, der kennt... Nee, Peter. Nein, guck mich mal an. Nein. Du guckst mich nie an? Doch. Ja, wenn ich so gucke, ist es ein Riechorgan. Ich sehe ja nur deinen Kopf, da ist kein Finger und da ist auch kein Fuß. Ja, ich muss jetzt das Riechorgan nehmen. Das ist falsch, deshalb nehme ich den Fuß. C. Ich muss das Riechorgan nehmen, das ist falsch, deswegen nehme ich den Fuß. Um den Fuß zu riechen. Und wir schauen uns den Brunnen an. Was für eine Logik. Das ist der Läschenasbrunnen. Und die Nase ist natürlich ein Riechorgan. Der 4. Punkt für Bubi Brühl. Die Läschenas, das war ein städtischer Hundefänger. Der hieß Andreas Leonard Lersch und der hatte ein besonders auffälliges Riechorgan und der ist ein kölsches Original. Ne? Läschenas. 5:4, nur noch für Micky Nauber. Und Bubi Brühl, der sich eigentlich schon auf dem Sofa wähnte, hat plötzlich wieder die Chance. Aber bevor ich gleich auf dem Sofa bin, Bernd, habe ich dir noch was mitgebracht. Und zwar was Persönliches. Ja. Ich wollte mit dir nochmal in das Jahr 1990 zurück. Genauer gesagt, im Dezember 1990. Ja. Da habe ich geheiratet. Ja. Und 3 Tage vor meiner Hochzeit, genau, du warst dabei, habe ich einen Polterabend gemacht mit Familie, Freunde und netten Kollegen. Und da griff sich irgendwann mal ein junger Mann die Gitarre
und spielte da und gab da einen zum Besten. Und hier ist das Foto von 1990, Bernd Stelter. Ach, du Güte. Ja, man sagt ja immer, dass Männer mit dem Alter besser aussehen. Da muss ich euch sagen, das kommt schon hin. Der Kandidat hat 100 Punkte. Vielen Dank, Bubi, das kommt ins Album, ja? Das kommt ins Album. Danke dir. Das sind Geschichten, die du erzählst. Nächste Kategorie ist Geschichte und Geschichten. Wer schloss sich 1824 in Bonn-Beuel erstmals zusammen, um am bis dahin rein männlichen Karneval teilzunehmen? Fleischerinnen, Wäscherinnen oder Lehrerinnen? In Bonn-Beuel. In Bonn-Beuel. Das liegt bei Bonn, wenn ich mich recht erinnere. Soweit schon mal richtig. Ja. Die Lehrerinnen haben natürlich von den Arbeitszeiten her am meisten Zeit, ne? Am Karneval Zeit zu nehmen. Ne? Und du entscheidest dich für? Ja. Gut, ich muss jetzt mal auf A, B oder C tippen. Das ist ich würde sagen, ich tippe auf A, die Fleischerinnen. Handwerker. Auf A, die Fleischerinnen. Da gibt es doch in Beuel die berühmte Wäscherprinzessin. Ach so. Leider die falsche Antwort. Okay. 6-4 für Micky Nauber. Und er spielt im Finale gegen Peter Brings.